dir gerne mal einen Themenwechsel durchführen und mal über die Person Mielke reden. Was war das denn für ein Chef, Mielke? Also ich würde sagen, Mielke, das zeigt ja seine Entwicklung, war sehr anpassungsfähig. Und man könnte eigentlich auch sagen, opportunistisch. Oder man könnte auch sagen, er war clever. Denn er hat nie gegen den ersten Mann im Staat aufgemuckt. Also er war ein Zögling durchaus von Ulbricht. Hat die Ulbrichtsche Linie verteidigt, auch 1953. Obwohl ihn Ulbricht nicht ins Politbüro gelassen hat. Also Ulbricht war generell gegenüber der Staatssicherheit durch die Ereignisse des 17. sehr skeptisch eingestellt und misstrauisch. Und er hat also den 17. Juni überstanden und er hat den Wechsel von Ulbricht auf Honecker überstanden. Er war dann auch praktisch Honecker. Unter Honecker ist er dann sogar bis ins Politbüro aufgestiegen. Also er hat begriffen, dass offensichtlich der erste Mann im Staat der wichtigste ist, natürlich auch in Verbindung mit dem, was in der Sowjetunion läuft. Und wenn du dich an den hältst, dann wirst du einen sicheren Weg gehen. Er hat im Grunde genommen die Linie der Partei deshalb auch mit allen Mitteln verfochten und Eigenschwilligkeiten gegen die Linie der Partei. Er hat zwar zähneknirschend gerade im Rahmen der Entspannungspolitik einräumen müssen, dass man manche inhaftieren müsste, die wir jetzt frei laufen lassen wegen internationalen Reputationsbedürfnissen. Aber er hat das immer eingesehen, dass die Linie der Partei wichtiger ist als das MFS. Also er hat sich als bewährter Parteisoldat dargestellt und vermittelt und hat demzufolge alle Unwehen dieser Zeit, diese auch innerhalb des MFS, gut überstanden.